Ich glaube, ich verstehe. Oh. Für diesen Trick, Ladies and Gentlemen, haben wir einen überaus mutigen Freiwilligen gefunden. Wie wunderbar. Mit dem wagemutigen Freiwilligen im Innern wird unsere gefeierte Illusionistin die Kiste in zwei Hälften sägen. Staunen Sie, wenn unser Freiwilliger sie unverletzt wieder verlässt. Unsere talentierte Magierin, Säbelzahn Jane, wird diesen berühmten Trick vorführen. Man sagt, sie habe ihr Handwerk vom mysteriösen Torini persönlich erlernt. Die Säge, die Miss Jane heute Abend benutzt, wurde aus der antiken Stadt Kodumanal importiert, von der es heißt, dass dort der beste Stahl der Welt geschmiedet wird. Sehen Sie nur, wie anmutig Jane die Säge schwingt. Ein ungeschliffener Diamant, möchte ich fast sagen. Und tschüss. Oh Gott, ey. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Aus Dankbarkeit für seine freiwillige Teilnahme haben wir unseren Gast zu einigen Erfrischungen hinter die Bühne eingeladen, bevor er ins Publikum zurückkehrt. Die nächste Runde wird in Kürze beginnen. Bitte bleiben Sie doch sitzen, denn das sollten Sie nicht verpassen. Fängst du an zu bereuen, mein Bester? Noch kannst du bei meinem großen Finale mitwirken. Na dann, ich warte auf dein großes Finale. Aber ich könnte mir denken, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und dieser Steg wäre eigentlich dazu gedacht gewesen, den dritten Köder zu töten. Weil sonst sehe ich hier keinen anderen. Wir haben ja gerade hier vorhin gesehen, dass es ein Zeitchen lang braucht, bevor die nächste Nummer anfängt. Ich überlege mir gerade, ob ich es riskieren soll, hier ein bisschen aufzuräumen. Also der Finger ist am Abzug bereit. Oh Mann. Soll ich auf die Bühne für das große Finale? Muss ich auf die Bühne für das große Finale? Ich gebe ihm Zeit, bis ich bei ihm bin. Wenn ich bei ihm bin und er ist immer noch da am Stehen, töte ich ihn.
Auf drei. Eins. Zwei. Zweieinhalb. Zwei, drei Viertel. Zwei, sechs Achtel. Scheiße. About bloody time! Yeah, good on you. Wenn das nicht Roth war. Das hinterlässt einen starken Nachgeschmack. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebriert! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Renn! Brenn! Brenn! Oh meine Fresse, wieso ist das nicht von Anfang an so klar gewesen? Das Seilkappen. Hierher, Jacob. Jacob, mein Bester, wo steckst du? Versteck dich doch nicht, mein Lieber. Das Seilkappen und Rock zu eliminieren. Wo immer du bist. Begleite mich zum Finale. Habe ich es richtig gemacht oder nicht? Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles. Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Wahr! Warum nicht? Was für eine verfluchte Schweinerei. Oh ja. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. Zu heiß, zu heiß, zu heiß. So, und ganz kurz zur Erklärung wegen diesem war. Hier komme ich nicht lebend raus. Ich bin absolut nicht schwulenfeindlich, nur so nebenbei gemerkt. Gespräch geht weiter nach der Filmszene. Maximum Dracula, Herstellungsvorlage, was auch immer das ist. Sequenz 8 abgeschlossen. Was? Komm hier rüber. Was machst du hier? Nix.
So. Ja, aber... natürlich haben die das nicht, aber Mörder haben die getötet. Ich... naja. Na, wo haben wir dieses Dracula-Dings? Ist das hier? Es ist eine Vorlage für irgendetwas mit Dracula. Maximum Dracula. Dieser Gegenstand muss hergestellt werden. Nur wenige Monturen sind so imposant und majestätisch, weil ich der Beweis eines Mannes an der Spitze der Macht. Dann erhöht den Nahkampfschaden um 10%, erhöht den Fernkampfschaden um 10%, erhöht den Schaden, den sie mit dem Schlagring anrichten um 10%. Dieser Gegenstand muss hergestellt werden. Ich habe aber nicht genug Ware zum Herstellen, was auch immer nötig ist, um das Ding herzustellen. Meisterassassine, Blackguard-Tracht. Geheimer Gegenstand. Alles klar. Let's have a look, wo wir hingehen müssen. Ich denke mal... ah, nee. Okay. Ich dachte, wir müssten jetzt zum Zug und uns eine Standpauke von Eevee anhören. Hätte ich gewusst, dass der auch ein Köder ist. Hätte ich es nicht getan mit dem Neustarten. Bin jetzt zu müde zum Überlegen, zum Nachdenken. Es sind noch 3 Gebiete übrig. Nein, nein, noch 4. Und 4 von den Vollidioten sind schon tot. Sie hat gar keine Probleme mehr. Haben wir das auch erledigt. Mal schauen, was es hier so Schönes gibt. Gib her. ...12.100 Leder. Ha, na toll. Können wir uns sonst noch was leisten? Schwarzmarkt. Der braucht ungefähr 1.000... ...pro Auffüllung. Das ist mir ein bisschen zu viel. Seine Hände in den Geschäften des Schwarzmarktes zu haben, hat seine Vorteile. Besuchen Sie Geschäfte, um neue... ...Waffen und andere Ausrüstungsstücke 20% günstiger zu erhalten. Ja, gib her. Und hierfür fehlt uns die Kohle. Dann rüsten wir noch das hier kurz auf, weil wir ja in dieser Aufnahmesession gesehen haben, wie wenig wir von den Kutschen zur Verfügung haben. Alles klar. Hast du denn nichts Schöneres zum Anziehen? Doch, hätte ich. Es muss aber hergestellt werden. So. Und mit dieser schönen Aussicht hier von dem Zug verabschiede ich mich von dieser Aufnahmesession. Wie gesagt, es tut mir nochmals leid, dass ich hier zweimal neu starten musste. Ich dachte, es wäre ein Bug, weil sich einfach nichts mehr getan hat.
und weil der Typ golden geleuchtet hat. Ja. Schöne Verarschung. Schöne Verarschung, liebe Ubisoft. Schöne Verarschung. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Könnt ihr gerne draufklicken. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr darüber freuen. Da! Ich sehe sie. Spring runter, Alter! Wow! Nein! Alter. So. Eben, Daumen nach oben, würde mich sehr darüber freuen. Zum Glück habe ich das jetzt gerade noch gehört. Spread it all over the world. Teilt die ganzen Sachen, die Videos auf Facebook, Instagram, Twitter, Tabla, Reddit, what do I know? Ihr werdet mir sehr darüber helfen, diese Community zum Wachsen zu bringen. Ja. Auch wenn es jetzt in dieser Aufnahmesession so geklungen hat, als hätte ich Wutanfälle, habe ich dennoch wirklich Spaß daran. Auge juckt. So, ich gehe jetzt mal pennen. Morgen wird ein harter Tag. Bis die Tage. Euer IKO. Tschaußen. Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Oh Mann, nun schon fängt's an. Heilige, könnt ihr nicht mal Ruhe geben? In der Zwischenzeit, zwischen der letzten und dieser Aufnahmesession, ist schon wieder eine Woche vergangen. Ich bin auf Assassin's Creed Entzug und muss so schnell wie möglich nachholen. Jedenfalls, wir haben letztes Mal Sequenz 8 beendet. Bumm. Okay, mit dem Kopf schön anschlagen, auch nicht schlecht. Haben da diesen Chef der Blighters besiegt. Frachtdiebstahl. Das machen wir doch gleich mal. Haben dort den Chef der Blighters besiegt. Haben dann, ja. Nicht mehr weitergemacht, wenn ich mich nicht irre, oder? Wir haben kein Gebiet mehr erobert. Das sind immer noch drei. Nein, drei Gebiete. Von dem her tut's mir sehr leid, wenn ich euch das sagen muss, aber wir müssen wieder ein Gebiet erobern. Und ich würde sagen, dass das am flächenmäßig größten ist. Ab zur Themse. Wenn man das irgendwie erobern kann. Aber zuerst mal holen wir uns die Ressourcen. Alter, jetzt hast du mir gerade Angst gemacht. Und natürlich ist er nicht genau unter uns, sondern irgendwo versteckt ein bisschen. Okay, wo haben wir die Leute? Ah, jetzt juckt's mich an der Backe. Oh. So. Hallo, markier die bitte. So. Der Wagen, wir können nicht auf der Seite durch. Junge, was machst du? Oh Mann, ey. Ich dachte schon, der will ihn jetzt. Ja, komm her, komm her. Mal ganz kurz nachschauen, wie es hier aussieht mit unseren Fähigkeiten. 5 Stück. Etwas möchte ich noch gerne haben, weil das ist mir wichtig. Plündern, sobald sie umgebracht werden. Auch für den Jacob ist das sehr, 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 sehr wichtig.
Kampfausdauer. Wenn Sie in Kampfmodus ausführen, ja. Fahrer. Wir haben fast alles für Jacob. Hey, nicht schlecht. Dann geben wir noch ein bisschen hiervon aus. Knotentangriffe haben längere Zeitfenster und richten mehr Schaden an. Ja, komm, hau rein. Ich wusste nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sonst noch. Für was ich noch gespart habe. Ah, nö, das. Oh, war das hier. Na gut, dann geben wir nichts mehr aus, sondern gucken nochmal kurz hier rein. Gang Upgrades. Flinke, schneller und zuverlässiger. Die Feuerwehr, echt selbst die ärmeren London, Viertel Londons. Keine Kohle, keine Kohle. Wir haben keine Kohle. Okay. Die sind hinter dem Wagen, die sehen mich nicht. Was war das, verdammt? Ihr solltet euch verpissen, bevor ihr was abbringt. So. Das ist unser Ziel. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Hast du Angst, Kumpel? Verdammt. Verdammte Axt. Und ich habe keinen Wagen. Nirgendwo ein verdammter Wagen. Bleibt das, wo seid ihr? Ah, Abstand zu Frachtringer. Nee, die Fracht ist weg. Mann, gehst du wohl runter, Jacob? Danke sehr. Bleibt das? Super, danke. Sorry, tut mir leid, das wollte ich nicht. Na gut. Dann können wir das mal links liegen lassen. Das war dumm von mir. Schön zu wissen, dass der Hörradius von denen richtig schön groß ist. Oh, do you really think so? So, sir, what do you mean that it is? Let's find out. Tot. Sorry! Halt, ich höre einen Schatz. Lol, wie das klingt, ich höre einen Schatz. Hoch da, rüber und dann wieder runter. So ist's gut. Und da ist eine Bierflasche! Er ist sicher irgendwo drin, anstatt draußen. Ist blöd, dass man... Das fällt mir jetzt gerade in dieser Sekunde auf. Oh, oh, okay. Darf ich bitte? Ein Bleiter. Ihr wolltet einen Bleiter angreifen. Gut so. Kannst du ruhig machen. Mein Kampfgefährte. So. Und los. Ja, wir könnten eigentlich noch ganz schön viel, viel mehr einsammeln, aber das lass mal. Hier auf dem Weg gibt es richtig viel. Sehe ich gerade auf der Minimap. Aber bei einigen musst du klettern. Und da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Jawohl, nice aus. Komme ich da hoch? Jawohl. Und Schwung. Schwung. Nochmal. Und noch einmal. Oh, und dann nach unten.
Okay. Die Leiche in die der Zielperson in die Themse werfen. Ja, dann machen wir jetzt das mal so. Soll er sich ein bisschen austoben? Oh, nicht schlecht, Alter. Ja. Gut. Machen wir den Kleinen hier auch noch? Haben wir den auch noch aus dem Weg geräumt? LOL! Die Leiche ist selber in die Themse gefallen! Alter, wie geil! LOL! Sorry, dass ich so oft LOL sage, aber das war gerade der absolute Hammer! Oh, wie geil! Nein, ich schaff's nicht dorthin. Okay, dann gehen wir halt eben dahin. Der absolute Hammer! Das nächste Ziel ist das Meister-Assassinen-Kukri. Und schon das erste Gebiet befreit. Nice-os. So. Na komm. Ab dafür. Kann ich jetzt darüber? Kann ich bitte darüber? Mann. Alter, ich dachte, der knallt jetzt voll da rein. In die Themse schwimmen ist auch nicht gerade etwas, was ich gerne unbedingt machen möchte. Oder in der Themse schwimmen. Nein, ich will dahin. Glaub mir, ich habe mich da mehr angestrengt als ihr. Sorry, jetzt musste ich selber über meinen eigenen Witz lachen. Hau drauf. Und dann haben wir hier noch irgendwo so einen Glitch. Da, da ist er ja. Nein! Hallo? Okay. Dann halt so. Ach so, Mist. Ich wollte eigentlich nicht springen. Okay. Kopfgeldjagd. Schmugglerblut. Ja genau, ein Schmugglerblut. Jawohl, erwischt. Dann kümmern wir uns erstmal um das Schmugglerblut. Ja, komm, Jakey, ein bisschen schneller. Jakey JJ. Jake Rico. Jake Jackson. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Oh, Moment. Schmugglerblut. Mann. Mach doch keine Faxen. Geh da hin. Ja, richtig. Okay, ich werde kaum schneller, merke ich gerade.
Wenn er... wird der Abstand größer, weil ich klettern muss. Alter, wie lang ist dieses Boot? Runter!